Heute steht noch bis 17.30 Uhr eine Installation am Ulmer Stadthaus und direkt daneben, auf dem Münsterplatz, liegt ein über 70 Meter langes Band auf dem Boden. Das Ganze ist ein Projekt dreier Kulturschaffender, nämlich Andrea Tiebelquast, Heike Sauer und Friedrich Glorian. Und auf dem Münsterplatz, da steht Donau3FM-Reporter Paolo Percoco. Mit Vernunft und Gewissen begann im Geiste der Geschwisterlichkeit. Bei mir ist Friedrich Glorian. Hier steht eine Installation, bei der hast du die Sounds gemacht. Wir haben gerade mal reingehört. Was bedeutet das? Was ist das? Was ich gemacht habe, ich wollte einfach das Ganze nochmal akustisch illustrieren, dieser Artikel. Von den Bildern sieht man halt, da sind die Nummern zugeordnet zu den Objekten. Das ist jeweils ein Artikel. Und ich wollte das vom Klang her nochmal eine andere Ebene geben. Und Artikel heißt, man sieht es ja nicht im Radio? Artikel der Menschenrechte. Wer macht das alles? Andrea Tiebelquast, das ist die Künstlerin, Malerin. Wie lange wird das heute hier stehen? Den ganzen Tag. Noch bis? Bis 17.30 Uhr. Und auf dem Münsterplatz nicht zu übersehen, auch eine große Spur, die über den ganzen Münsterplatz führt, wo alle möglichen Sachen draufstehen. Und da kommt sie auch schon. Du bist die Andrea Tiebelquast. Was wird das? Das ist das Menschenrechte betreten. Ein dreiteiliges Kulturprojekt. Und wir haben einfach mal eine andere Dimensionalität gewählt für Ulm und ich war schon mal im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in der kleinen Formation von 7 Meter. Und jetzt haben wir 72 Meter liegen. Da liegen 72 Meter, eine lange Bahn. Was steht da drauf und was soll denn das bedeuten? Alle 30 Artikel der Vereinten Nationen 1948 auf den Weg gebracht, damals inspiriert durch zwei Weltkriege. Also ein humanistischer Ehrenkodex, würde ich mal so interpretieren. Und es geht um eine Art Achtsamkeitsübung, auch eine Art, also für mich ein Test, wie gehen die Menschen damit um? Was passiert, ist mir bewusst, wenn ich darüber trete, wenn ich Menschenrechte betrete, merke ich das überhaupt? Wo verletze ich Rechte anderer Menschen? Vielen Dank, Paolo Percoco vom Münsterplatz Ulm. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.